Tromka, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Raid WoW. Und heute befinden wir uns hier in Kalimdor, hier unten in Silithus, und machen uns auf den Weg nach Ankirai. Und zwar den guten alten 10er Raid, nachdem sich die Tore geöffnet hat, nachdem dieses kleine PvP-Event hier in der Steppe zu Ende war, hatte sich ja die Tür geöffnet und man konnte nach Ankirai rein. Und die ersten, die den Boss gelegt hatten, die hatten ja damals, glaube ich, die schwarze Quirai-Drohne bekommen, wo ich so ein klein bisschen neidisch bin, weil die gibt es ja pro Server nur ein einziges Mal. Beziehungsweise mit den Transferieren hin und her kann es sein, dass er, denke ich mal, auch zweimal gibt. Aber in der Regel nur einmal vertreten. So, und wir werfen einen ganz kurzen Blick auf die Karte und da sehen wir schon, wir starten hier oben und müssen einmal im Kreis laufen. Wie rum man es macht, ist egal. Hier ist sozusagen der Endboss, deshalb werden wir einmal hier rumgehen bis nach hier unten und dann noch hier rüber und von dort aus gehen wir dann zum Endboss. So ist der Plan. Hier innen kann man auch reiten. Und ich würde sagen, wir reiten jetzt einfach mal spontan hindurch, halten uns nicht länger auf als nötig. Na gut, dann bomben wir die halt dann mit weg. So, warte, kurze Orientierung, da geht es immer nur geradeaus. Ja, das war damals der 10er Raid. Und die weitere Version davon ist... Oh, hört hier auf. Ist der 40er Raid. Und ich glaube, ich muss den Soundcom ein wenig unterstellen. Sekündchen. System, Sound. Oh ja. So. Entschuldigung, wenn es gerade mal ein bisschen laut war. So. Hier einmal schön fleißig einsammeln. Das ganze Zeug, das kann man ja verkaufen. Bringt zwar nicht viel, aber es ist besser, als wenn man nur auf seinen Reparaturkosten sitzen bleibt. So, hier haben wir dann auch schon den ersten Boss. Hatte der irgendeine Besonderheit? Ich bin gerade am Überlegen. War das der sich einbuddelt? Ich kann es ehrlich nicht mehr sagen. Finden wir es doch einfach mal raus. Was er denn so Gemeines gemacht hat. Achso, kommt man die hier noch mit weg? Ja, er wird wohl nicht mehr dazu kommen. So, da liegt er und... So. Eine Sandfalle. Trefferchance um 75% verringert. Es können keine Zauber gewirkt werden. Das ist natürlich ärgerlich. Da muss das mein Wichtel machen. Was sage ich hier? Bewegungstempo um 50% verringert, alle 2 Sekunden. 146 Schaden, Leute. 146, ja. Hallo, Wichtel. Mach doch mal was. So, jetzt kann ich auch wieder zaubern. So, es hat Schlüssel gegeben. Diese Schlüssel hier benötigt man, um Skarabäus-Kästen aufzumachen. Und in den Skarabäus-Kästen bekommt man dann meistens Skarabäen. Hier die, wie heißen sie denn? Achso. Hallo. Wenn ich eine Kiste finde, dann sage ich es euch. Hier so Tonskarabäus, was weiß ich, in den verschiedensten Farben. Goldskarabäus, Japsis gab es, glaube ich, auch in so ein Zeug. Naja. So, hier ist der nächste Boss. Der kommt erst, wenn hier quasi die einzelnen Wellen besiegt sind. Wir machen das hier mal ein bisschen beschleunigt. Und uns gleich mal ein bisschen mehr. Und diese Skarabäen, die hat man halt gebraucht für diverse Quests. So, hier, hallo, kommt ihr auch vielleicht mal her? So. Und da ist der Boss auch schon. Na komm. Und da liegt er. Männer, gebt den Kampf nicht auf! Bin ich voll? Nee. Sammelt doch ein, Freundchen. So, haben wir denn hier irgendwas super tolles, spezielles? Welle 1, 2? Was? Ich bin verwirrt. Egal, man hat gerade gesehen, ein Elfenbein-Skarabäus ist gedroppt. Da habe ich quasi eine Quest für. Und ja, bin froh, wenn ich die Quest durch habe, weil da gibt es natürlich auch noch die alten Set-Teile. Fragt mich jetzt nicht, wie sie heißen, da müsste ich im... Warum bin ich jetzt abgemountet? Egal. Da müsste ich jetzt im Questlog mal komplett alles durchsuchen, beziehungsweise kann man mal schnell so machen. Gesegneter Akolytenstab der Quirai zum Beispiel, oder
Was gibt's hier? Mantel des Verdammnisrufers. Sieht halt alles ein bisschen schnaffte aus. Hat so ein bisschen Style. Und für Style machen wir das ja hier alles. Gab's da nicht noch was? Ja, waren dann wohl nur die Schultern oder gab's hier noch was? Ach nee, das war Auge der Dings. Ja, ich bin zurzeit dabei, ein klein wenig die ganzen alten Sachen aufzuarbeiten. Und mir noch zu holen, was es noch zu holen gibt. So, hier vorne gibt es ein Haustier, einen ekelhaften Schlammling. Den gibt es natürlich auch bei den ganz normalen Schleimtypen, glaube ich. Warte. Weltbeute von Schlamme, Schleim und Würmer. Mit Schirm, Schaum und Melone. Oh, der war vielleicht ein bisschen tief. Haben wir. So, huch. Dann machen wir hier den Kollegen mal. Den Bronder Verschlinger. Nee, Buru. Ich muss näher ran. Ja, das Design mag man vielleicht kennen. Das haben die ja in Pandaria wieder mit aufgegriffen. Na okay, nicht ganz, aber so ein klein wenig erinnert es doch daran. So, und da gab es etwas Lilanes. Ein paar Kettenhandschuhe. Ansonsten Gebeterring der Quirei. Das sind sowas wie die Tokens quasi. Wieso bin ich in Fight? Naja, egal. Das sind... Ach hier, Schlamm, guck mal. Das sind sowas wie die Tokens. Da musste man halt bloß, statt hinzugehen und das Ding 1 zu 1 einzutauschen, hat man da eine Quest für gemacht. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo denn, ich glaube hier, das war... Nee, da war der Aufgang. Oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Also schon so ewig her, dass ich hier drin mal war. Akku 40 ist man dann ja ab und zu mal gegangen. Nachdem man dort noch lustigerweise das ein oder andere Mount bekommen konnte, was aber auch nur in Anquirei zum Reiten geht. Und ja, da ist man dann halt hier und da mal wieder rein. Was ist denn jetzt hier? Oh, Sekunde. Entschuldigung, da muss ich niesen. Uiuiui. Tja, jetzt sitze ich hier mit meinem Glück. Mach hier mal eben schnell. Der Eierblatt, was soll denn das hier, weißt du? Ist ja schon mal wieder eine grandiose Aufnahme, würde ich mal flüstern. So, haben wir es jetzt, ja? Kann ich wieder aufsitzen? Ja, er darf wieder. So, ab geht's. Hallo, ich möchte doch nur irgendwo rauf. Ist das denn so schwer zu verstehen? Ach, ich bin ja ein Idiot. Da geht's hoch. Ab und zu fragt man sich, ne? So. Jetzt kurzer Blick auf die Karte. Alles klar, es geht geradeaus weiter. Ja, ab wann kann man das hier solo machen? Ich denke mal, wenn du mit 65 ganz nettes Equip hast, dann kannst du hier schon solo durch. Je nachdem, als Heiler, wie gesagt, das hatte ich ja schon mal angesprochen. Vielleicht nicht so das Wahre. Aber prinzipiell einfach versuchen. Und wenn du drauf gehst, also sagen wir mal, wenn der hier zufällig noch irgendeinen Scheiß pulst und dann drauf gehst, dann ist das eine andere Sache, als wenn du beim ersten Mob schon die Hucke voll bekommst. Wenn du beim ersten Mob hier schon tierisch auf die Mütze bekommst, würde ich mir das mit dem Solo vielleicht nochmal überlegen. So. Jetzt kommen wir zur Bienenkönigin. Da muss man aufpassen, dass sie nicht in der Luft stirbt. Das habe ich nämlich auch schon mal geschafft. War dann gar nicht mal so toll. So, der Kampf hat begonnen. Wo ist er denn? Ach, da ist er. So, da ist er. Alter, da ist Zeug drin. Ja, wie gesagt, das Inventar müllt hier sehr schnell extrem voll. Und hier sieht man Buchband Segen der Weisheit für Paladine. Diese Bücher hat man früher gehabt, denn früher gab es ja für die Zaubersprüche Ränge. Also da, wenn du beim Lehrer warst, da hast du zum Beispiel mit Level 5 hast du, nehmen wir hier einfach mal Adelas Rang 1 gelernt. Mit Level 50 hattest du halt dann Adelas Rang 7 gelernt und so weiter. Und dann die High-End-Dinger, die konntest du hier halt farmen in den Büchern. Da haben wir, was haben wir hier noch? Leitfaden der Finte für einen Schurken. Wo sind denn die aufgehängten Bücher hier? Segen der Weisheit, Leitfaden der Finte, Buch der Verjüngung, Mehrfachschuss, Meucheln, heldenhafter Stoß und so weiter und so fort. So, da gehe ich jetzt noch nicht hin. Wir reiten jetzt einmal bis zu dem Boss dahinter. Obwohl, das können wir auch danach machen.
Ach ja, ich glaube, das war damals zum Thron der Vier Winde, glaube ich. Da gab es hier noch diesen komischen Zusatzboss. So, hier ist, wie heißt er? Ossirian der Narbenlose. Und ich würde sagen, den verpassen wir jetzt erstmal eine tolle Narbe. Diesen Obelisken, den hat man früher gebraucht, wenn man den Boss gemacht hat. Ich kann euch aber leider nicht mehr genau die Bedeutung davon sagen. Das ist schon, ja, viel zu lange her. Und man wird auch nicht jünger. So. Da liegt er und wir sammeln ein und da sieht man, da gibt es wieder ganz. Oh, guck mal. Ach, die haben wir schon. Gut, warte. Ich kann nicht mehr tragen. Und hier kann man halt noch so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Da kannst du halt noch Kohle machen, ne? So, und die Zauberformel, ist die gebunden? Ja, ist gebunden, alles klar, schade, dann kann man sie nicht verkaufen. Macht auch nichts. So, und jetzt gehen wir quasi zum letzten Boss hinüber und dann geht's auch schon wieder hinaus aus diesem letzten, vorletzten Classic Raid. Einer kommt ja noch. Und dann sind wir quasi durch. Für AQ 40, da muss ich mir wieder gucken, dass ich hier die Madame Tokala an Bord bekomme. Denn Madame Tokala macht hier schön Elementarschaden. Ich weiß, ich könnte auf Dämonologie umswitchen. Da habe ich Chaosschaden und Chaos ist alles. Aber nö, ich spiele so ungerne Dämonenfritze. Von daher lassen wir das mal. So, und hier haben wir dann auch schon den letzten Boss, Moam. Klatschen wir ihn mal schnell. Weil denn in AQ 40 gibt es einen Boss, der nur durch Elementar-Frostschaden quasi gelegt werden kann. Aber mehr dazu, wenn wir da sind. Was haben wir denn da Schönes bekommen? So, gucken wir mal. Ein paar Kettenhände, die sind bestimmt nicht so toll. Haben wir denn nicht irgendwie was Tolles bekommen? Irgendwas, was stylmäßig gut ausschaut? Nö, ne? Schwert. Hier haben wir den Kopf. Naja, geht so. Ja. Wappenrocke? Nö, das. Ja, das war's so im Großen und Ganzen. Also, irgendwas Spezielles an Loot gab's nicht. Naja, Freunde, ich würde sagen, das war jetzt mal eine ziemlich kurze Aufnahmesession und AQ10 sind wir durch. Wir sind jetzt einmal im Kreis gerannt. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann quasi nächste Woche wieder. Da hoffe ich, dass ich Madame Tokala schon heranbekommen habe für AQ40. Bis dahin eine schöne Zeit, macht's gut und tschüssi!